Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Boss Guide aus dem kommenden Schlachtzug Sanktum der Herrschaft, Sanctum of Domination zu World of Warcraft Retail Patch 9.1. In diesem Video dreht sich alles um den Boss Remnant of Ner'zhul oder zu Deutsch Überrest von Ner'zhul im normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad. Ja, wie immer zunächst ein paar Infos zum generellen Kampfablauf. Der Boss ist geschützt von einer Rüstung, das sieht man hier sehr schön. Je mehr HP der Boss verliert, desto mehr Rüstungsteile fallen von ihm ab. Immer wenn der Boss einen Rüstungsteil verliert, wird er verstärkt. Das resultiert in höheren, regelmäßig tickenden AOE-Schaden sowie einer erhöhten Anzahl an seinen Standardfähigkeiten. Der Boss wird also im Verlauf des Kampfes immer stärker, je weniger HP der Boss hat. Zusätzlich spawnen in regelmäßigen Abständen so Kugeln, so Orbs. Diese kann man nicht töten, sondern nur auf 1 HP bringen. Der Schaden, den die Orbs erleiden, kann allerdings um 300% erhöht werden, wenn die Tanks die Orbs mit der Fähigkeit, welche die Tanks spielen müssen, das ist so ein Frontal Beam, die buffen. Vergleichbar mit dem Wrecking Band von Sire Denatrius. Der ein oder andere Tank oder Spieler wird sich sicherlich daran erinnern. Bei 1 HP kann man die Orb dann mit Rechtsklick aufnehmen, an den Rand tragen und herunterwerfen. Das geschieht, indem ein extra Action-Button spawnt, den man dann betätigen kann. Ansonsten seht ihr jetzt auch schon hier, runterwerfen bedeutet auch, dass auch ihr Spieler runterfallen könnt. Es ist wie gesagt so eine kreisförmige Plattform. Das heißt, man sollte nicht zu sehr immer am Rand stehen, weil es gibt noch eine dritte Hauptmechanik und das ist ein Debuff, der gedispelt werden muss, weil dieser beziehungsweise wenn dieser gedispelt wird, hat das ein Knockback auf alle Spieler im Raid zur Folge. Das heißt also, gutes Positioning ist hier für alle Spieler sehr, sehr wichtig, um halt wie gesagt nicht von der Plattform runterzufliegen. So, bevor wir uns die Fähigkeiten im Detail nochmal anschauen, lasse ich jetzt erstmal die ersten 20 bis 30 Sekunden laufen, um euch einen ersten Eindruck von dem Bosskampf zu vermitteln. Wie gesagt, gleich spawnt die Kugel der Qual, sowie die Tankfähigkeit, die nennt sich Seuche. Der Tank positioniert sich jetzt auch schon richtig, Blickrichtung der Kugel, um halt, ihr seht hier dieses Gitter, was die Kugel umgibt, von der Orb runter zu schießen. Gleichzeitig kommen jetzt auch schon dann die ersten beiden Debuffs. Das sieht man hier, da oben so jetzt ein bisschen schlechter, aber hier so eine, schwarz-weiße Wolke über den Spielern. Schauen wir uns einmal an, wie die ganzen Geschichten dann heißen. Zum einen die Tankfähigkeit, die nennt sich halt Seuche. Die castet der Boss bei 100 Energie. Das verursacht halt physikalischen Schaden plus halt einen Debuff, der Schattenschaden verursacht. Wenn der Debuff ausläuft, wird wie gesagt dieser Frontal Beam gewirkt. Der nennt sich Light. Das verursacht Schattenschaden plus Debuff, der den Schaden von Light um 500% erhöht. Das heißt also, es darf auch kein anderer Spieler, ich sag mal, irgendwo hier hinterstehen und sich von diesem Frontal Beam treffen lassen. Gleichzeitig bedeutet diese Mechanik natürlich auch, dass kein Tank die Fähigkeit zweimal nacheinander spielen kann. Das heißt also, sobald ein Tank einmal mit dem Frontal Beam belegt ist, muss der andere Tank spotten und dann immer im Wechsel entsprechend von den Tanks, die Orb gedebufft werden. Die Orb selbst nennt sich halt Kugel der Qual. Die verteilt, und weswegen sie auch so wichtig ist, hier so random Debuffs auf den einzelnen Spielern im Raid. Sieht man hier unten an den dieser grüne Debuff, der wird halt in regelmäßigen Abständen auf unterschiedliche Spieler im Raid sozusagen gewirkt, ist auch stackbar. Und bedeutet also, die Kugel soll halt so schnell es geht, wie gesagt, von der Plattform geworfen werden, weil ansonsten würde sich dieser Debuff immer weiter im Raid ausbreiten. Es könnte natürlich auch, wenn ihr diese Mechanik oder diese Orbs komplett ignoriert, würden nach einer gewissen Zeit auch immer mehr Kugeln da liegen. Das heißt also, die Debuffs im Raid würden exponentiell immer mehr steigen. Und deswegen ganz, ganz wichtig, die Kugel so schnell es geht aus dem Kampf entfernen, um halt die Ausbreitung des Debuffs im Raid zu verhindern. Die Kugel selbst, habe ich ja eben schon mal gesagt, hat durch dieses Gitter und drumherum am Anfang erleidet sie halt 99% weniger Schaden. Das heißt, die Tankfähigkeit auch entsprechend spielen,
und auf die Orbs wirken. Ja, bei einem HP kann man die Kugel dann aufnehmen. Der Träger erleidet allerdings Frostschaden und wird geslowed. Das heißt also, Spieler, die sich dazu ja, bereit erklären oder die eingeteilt werden, die Orbs von der Plattform runterzuwerfen, müssen halt entsprechend auch von den Heilern ein bisschen im Auge behalten werden. Ja, die zweite relevante Fähigkeit ist halt die Fähigkeit Böswilligkeit. Das ist halt, wie gesagt, dieser Debuff, der gedispelt werden muss. Hier ist ganz wichtig, dass der Dispel natürlich alle Spieler im Raid trifft, aber viel wichtiger ist, dass der Spieler gerade ab dem heroischen Modus, weil ab dem heroischen Modus hinterlässt diese Dispel eine Void Zone, und diese Void Zones, die wollt ihr halt nicht irgendwo in der Mitte hier liegen haben, sondern natürlich irgendwo am Rand. Das heißt also, der Debuff-Träger muss ab HC an den Rand laufen, sich dort dispellen lassen, und dabei ist ganz wichtig, seine Blickrichtung muss in die Richtung sein, weil würde er sich dispellen lassen und dabei auf den Boss gucken, würde er nach hinten gekickt werden und würde von der Plattform fallen. Das heißt also ganz, ganz wichtig, ich sage es nochmal, der Spieler mit dem Debuff, der gedispelt wird, muss Richtung Rand schauen, um sich halt in die Mitte zurücknocken zu lassen. Ja? Dort, wie gesagt, bleibt ab HC dann so eine Void Zone liegen, und ja, somit haltet ihr die Mitte schön sauber, so wie es sein soll. Schauen wir uns das Ganze auch nochmals hier im Detail an. Da ist der erste Dispel, ihr sitzt da oben, eine große schwarze Void Zone bleibt dort liegen. Gleich kommt da oben der zweite Dispel, da bleibt auch eine schwarze Void Zone liegen. Und dann haben wir auch schon danach jetzt ein weiteres Set an Fähigkeiten gesehen. Während hier kann man auch mal kurz darauf achten, der eine Spieler jetzt die Kugel von der Plattform runterwirft. Zack, dann sieht man es, kann dann wieder zurücklaufen, und ja, dann geht es einfach mit den ganz normalen Fähigkeiten weiter. Was wir in der Zwischenzeit gesehen haben, das sind einmal die Fähigkeiten Griff der Bösartigkeit. Das sind einmal so Big Beams, die ja, Schattenschaden verursachen und euch auch knockbacken. Das heißt, eine weitere Fähigkeit, die halt gefährlich werden kann, wenn man zu nah am Rand steht. Des Weiteren habe ich ja schon mal gesagt, der Boss verliert in regelmäßigen Abständen im Kampf einen Rüstungsteil. Einmal bei 80, 60 und 30%. Das sieht man auch hier visuell, weil wer darauf geachtet hat, eben hatte der Boss noch so einen Helm auf. Jetzt hat der Boss den Helm halt nicht mehr auf. Und ja, ab diesem Moment, wo das erste Rüstungsteil sozusagen zerschmettert wird, klar, wird natürlich zum einen AOE gewirkt, also bei 80, 60, 30%. Gleichzeitig wird aber eine Aura aktiv. Das sieht man hier, diese pinke Aura. Die nennt sich Aura der Boshaftigkeit. Und diese führt ab dem Zeitpunkt, also ab 80%, dazu, dass kontinuierlich tickender Schattenschaden auf den Raid gewirkt wird. Den muss man halt dann entsprechend wegheilen. Und der wird natürlich im Verlauf des Kampfes immer stärker. Habe ich ja gesagt, je weniger HP der Boss hat, desto stärker wird er. Zusätzlich triggert diese Aura die Fähigkeit, ja, das sind so Schattenraketen, also Void Zone, denen man ausweichen muss. Das hat man eben auch schon mal gesehen. Und ja, wie ich dann auch gerade schon mal sagte, jedes verlorene Rüstungsteil erhöht den tickenden Schaden der Aura und die Anzahl der Schattenraketen, die abgefeuert werden. Ja, und das ist letztendlich dann auch schon, ihr seht es hier, der ganze Bosskampf 100 bis 0%. Können wir uns nochmal jetzt mal noch einmal von mir aus nochmal so ein ganzes Set anschauen. Gleich müsste wieder die Kugel der Qual spawnen. Hier sind, wie gesagt, diese Schattenraketen, so nenne ich sie immer. Da einfach den Void Zones ausweichen. Nicht vor den Tank stehen, um sich halt von dem Frontal Beam treffen zu lassen. Deswegen dreht sich der Tank jetzt auch schön einmal hier raus. Hat man es gerade gesehen, diese schwarze Zone, die weggeschossen wurde. Ja, dann haben wir jetzt gerade schon wieder die beiden nächsten Debuffs gedispelt, und es spawnen jetzt zwei Kugeln der Qualen. Und ja, die Big Beams, die Kugeln müssen jetzt schnellstmöglich gedebufft werden, weil ihr wollt, wie gesagt, nicht, dass sich der Debuff, den die Orbs verursachen, im Raid zu sehr ausbreitet. Hier sieht man schon, dass manche Spieler jetzt sogar schon, was ist denn hier los hier heute? Sogar schon hier zwei Stacks davon haben. Ne? Ich habe einen Stack. Und ja, der tickt halt ganz gut, und irgendwann würde das natürlich außer Kontrolle geraten, wenn ihr, wie gesagt, die Orbs
nicht von der Plattform runterschmeißen würdet. Ja, mehr gibt es zu dem Bosskampf in der Tat nicht dazu zu sagen. Es ist alles in der Tat jetzt gesehen, was es zu dem Fight zu sagen gilt. Wie gesagt, die Aura tickt halt immer stärker. Mehr Schattenraketen werden abgefeuert. Der Schaden wird also immer höher. Aber die Grundmechanik bleibt von 100 bis 0% immer gleich. Bei 30% würde er halt das letzte Rüstungsteil sozusagen verlieren. Dann kommt nochmal der AOE und das wird dann wahrscheinlich auch der Zeitpunkt sein, wo Bloodlust gezogen wird, weil der Schaden am Ende ist schon wirklich nicht ohne und der Boss eskaliert dann so ein bisschen und ihr wollt die Geschichte dann am Ende so schnell es geht natürlich beenden. Ja, von daher nochmal zum Abschluss hier, wie immer meine Keys to Win, wie ich sie mal nenne. Auch da wiederhole ich mich, die Orbs müssen schnellstmöglich von der Plattform geschmissen werden, um den je nach Kampfdauer eh schon hohen Raid-Schaden, den man nicht vermeiden kann, durch die Debuffs im Raid noch weiter zu erhöhen. Niemals vor den Tank stehen, wenn dieser den Frontal Beam auf die Orb schießt. Den Debuff mit Knockback-Effekt so triggern, dass die Knockbacks clever sozusagen gesteuert werden, also weder die Spieler aus dem Raid geht der Boss sozusagen Enrage, da ist dann die Bloodlust-Phase und da sollte dann alles gezogen werden, um den Boss so schnell es geht aus dem Leben zu schießen. Ja, in diesem Sinne, ich habe wie immer alles erklärt, alles gesagt, was ihr wissen müsst, um euch entsprechend optimal auf die erste Normal HC Raid-Woche vorzubereiten. Ich hoffe, mir ist es auch wieder gelungen. Wie immer der Aufruf, wenn euch der Content gefällt, lasst doch ein Follow da, sehr, sehr gerne auch auf Twitch. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut, habt eine gute Zeit, bye bye und ciao.